wenn die Köhle nicht so gut war. Hat er so gesagt, ne? 14. Aber ich habe mit Und vorne dran, wir haben die Laude. Hochgeehrte Vertreter der kantonalen Bezirks-, Gemeinde- und Schulbehörden, verehrte Anwesende, liebe Bremgarten Bürger. Wir sind heute an einem wichtigen und ernsten Ziel, an einem bedeutenden Meilenstein, das Schulwesen der Stadt Bremgarten ankommt. Es ist mir die höhere Ehre zuteil geworden, das fertiggestellte Schulhaus und die Turnhalle hinten dran dem Vertreter der höheren Regierung und der Schulbehörden übergeben zu dürfen. Mit grösster Befriedigung hat mir den heutigen Tag entgegengefiebert. Es ist nicht nur das erhebende Gefühl von Hirnfreude, sondern, lassen Sie mir das auch sagen, das Gefühl von berechtigtem Stolz, wo heute die Bevölkerung vom Bremgarten auf den Platz geführt hat. Ja, die Schule ist nicht mehr das, was sie war, 1895. Die Klassen, die sind heute viel kleiner. Und die Mädchen und Buben, die gehen zusammen in die Klasse. Die Kinder, die schreiben nicht mehr so schön, weil sie einfach viel am Laptop sitzen. Und die Lehrer, die brauchen Kreide für ihre Wandtafeln praktisch nicht mehr. Und die Eltern, die bringen sich viel mehr ein, als noch vor 30 Jahren. Verlassen zu Zürich. Ich habe alles verloren. Aber ich möchte euch gerne erzählen, wie es zu dem gekommen ist. Mein richtiger Name ist Engelberg Meier. Und ich bin hier 1873 im Bremgarten geboren worden. Jakob, so schön dich zu sehen. Wir sind in so vielen Ländern unterwegs gewesen, mein lieber Freund. Es tut mir leid, dass ich dich nicht gerade erkannt habe, aber ich sehe auch nicht mehr gut wie auch schon. Ja, gut, kein Problem. Du sagst es, wir sind in London, in Paris, in Mailand, Amerika, Kanada. Alle haben ihre Hunde gesehen. Und jetzt, verehrtes Publikum, wie kommen Sie noch mal eine kleine Kostprobe von dieser tollen Hundeshow von Miriam? Viel Vergnügen! Dass wir von 1843 bis 1845 die Strasse durch unsere Stadt haben müssen korrigieren. Bereit zu wiederholen und verbinden hiermit die bestimmte Erklärung, dass sie gegenüber allen unbefugten Machinationen für Aufmerksamkeit
Gelübde besorgt sein werden. Clarisse, hat sie sich gut eingelebt? Ah, guten Tag, die Herrschaft, Konrad. Grüezi, Herr Dr. Dücker. Wollen auch viele Pommerei vor dem Haus? Ja, bis jetzt habe ich mich im Haus beim Hirschen noch kein Riss festgestellt. Aber wie läuft es Ihnen hier, drei Könige? Falsch ist leer! Wer kommt denn da über die Baumrohre hinein? Und das halbe Gerücht hat es mir auch noch nicht akzeptiert! Und ich durfte jedes Jahr dürfen als Examen. Und ich sage Ihnen, das habe ich gern. Dann haben Sie daheim müssen arbeiten, im Haushalt, im Geschäft oder wo auch immer. Die Mütter sind die, die ihre Töchter erzogen haben und gesagt haben, wo es durchgeht. Elisabeth Wiesenbach ist 51 geworden. Und